In diesem Video, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, sehen wir uns die SEPA-Überweisungen bei Eingangsrechnungen und Ausgaben an. Und zwar, wenn Sie vielleicht ein vorhergehendes Video schon gesehen haben, in dem ich Ihnen gezeigt habe, wie einfach das ist, aus dem Lieferantenstamm einen Vordruck ausfüllen zu lassen für eine SEPA-Überweisung an einen Lieferanten, dann werden Sie jetzt vielleicht ein kleines bisschen mehr begeistert sein, weil es mit einen oder zwei Klicks möglich ist, aus Wabi Profi 3 heraus einen Überweisungsträger ausfüllen zu lassen. Und zwar praktische Situation: Bei den Eingangsrechnungen, Schrägstrich Ausgaben, haben Sie eine Ausgabe eingetragen, die natürlich noch nicht bezahlt ist, klar, die Sie an den Lieferanten überweisen wollen. So, jetzt haben Sie die Möglichkeit, das natürlich per Online-Banking zu tun, klar. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen Vordruck von der Firma Siegel zu verwenden, also so einen sogenannten Überweisungs-SEPA-Träger, den Sie dann bei Ihrer Bank ganz bequem einwerfen können. Und das Erstellen dieser Überweisung, wenn die Daten voll auf Ihrerseits vorhanden sind, geht wirklich innerhalb von Sekunden. So, dazu klicken Sie eine Rechnung an mit der rechten Maus und sagen SEPA-Überweisung. Sie erhalten nun ein neues Fensterchen, in dem bereits alles schon voreingetragen wird. Die Kundennummer, der Lieferant, also der Empfänger, die Adresse des Lieferanten und so weiter. Die IBAN und die BIC des Zahlungsempfängers, also Ihres Lieferanten. Was Sie an dieser Stelle dann auswählen müssen, ist das Auftragsgeberkonto. Das heißt, von welchen Ihrer Konten soll diese Überweisung ausgeführt werden. Denn Wabi Profi 3 weiß nicht, oder andersrum, wenn Sie 5 verschiedene Konten in Wabi angelegt haben, dann weiß Wabi Profi 3 natürlich nicht, welches Konto für diese Zahlung relevant ist. Somit klicken Sie einfach hier auf diese Combo-Box, wählen das dementsprechende Konto aus und schon wird alles automatisch eingetragen. Auch haben Sie hier unten bei Referenz gleich die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und hier nochmal sicherheitshalber die Kundennummer drinstehen. Auch haben Sie, wenn ein Skonto eventuell hinterlegt ist, haben Sie hier als Referenz Skonto 3% drinstehen. Das Datum wird auch gleich automatisch eingetragen. Um was Sie sich an dieser Stelle allerdings kümmern müssen, ist der Betrag. Denn Wabi Profi 3 weiß leider nicht, wie viel Sie überweisen. Es könnte ja sein, dass Sie hier eine Teilzahlung machen. Es könnte aber auch sein, dass Sie das Zahlungsziel, in dem das Konto akzeptiert wird, überschritten haben und somit den Rechnungsbetrag voll zahlen. Oder Sie sagen, na, ich zahle tatsächlich den Skontobetrag. Aber das ist auch kein Problem. Dann schieben Sie das Fensterchen einfach ein bisschen auf die Seite und Sie sehen ja hier den Ursprungsbetrag ohne Skonto und hier den Zahlbetrag mit Skonto. Wenn Sie sagen, ich zahle die 293,50, ja, dann geben Sie es halt einfach ein. Doppelklick in dieses Feld, 293,50 und nun können Sie hier schon auf Dokument drucken klicken. Als Information, so sieht das Siegelformat aus, also dieses Siegel, der Siegelvordruck aus und dann können Sie hier sagen Dokument drucken. Sie wählen nochmal sicherheitshalber den Drucker aus, bestätigen mit OK und Sie haben nun eine Vorschau Ihres Ausdrucks. Sollten alle Informationen richtig sein, klicken Sie einfach hier auf Drucken oder wenn Sie einen anderen Drucker verwenden wollen, als den Sie gerade ausgewählt haben, haben Sie an dieser Stelle nochmals die Möglichkeit zu sagen, nee, ich nehme jetzt nicht diesen HP, also diesen OfficeJet, sondern ich nehme zum Beispiel Fritzfax oder wie auch immer. Wählen den aus und klicken dann auf das kleine X und sagen nun drucken. Oder Sie brechen ab, indem Sie hier auf Schließen klicken. Aber so einfach ist es, wenn Sie einen Vordruck, einen SEPA-Überweisungsträger von Wabi Profi 3 heraus ausdrucken wollen. An dieser Stelle sei nochmal kurz bemerkt, Sie können hier auf dieses zwei Zahnräder klicken, dann können Sie diesen Report anpassen. Und zwar haben Sie hier nun den Report im Original vor sich, das heißt so wie er beim Designen aussieht, mit den ganzen Platzhaltern, die Sie dann gegebenenfalls anpassen, verschieben, wie auch immer erweitern könnten, wenn der Bedarf dazu da ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.